Was kommt demnächst auf dich zu? Die vier der Kelche. Es kommt etwas zu dir. Es möchte etwas zu dir kommen. Und du sollst aufpassen, dass du diese Gelegenheit nicht verpasst. Es kann so sein, dass dir jemand oder etwas die Laune verdirbt und du bist deswegen abweisend. Du möchtest damit nichts zu tun haben oder mit diesem Menschen nichts zu tun haben. Das könnte dann dazu führen, dass etwas verloren geht, ja? Dass du eine Möglichkeit sozusagen verstreichen lässt, dass du etwas nicht annimmst, obwohl es für dich gedacht war.